8 Teams sind noch dabei bei dieser Weltmeisterschaft. 8 Nationen, die allesamt denselben Traum träumen, nämlich in 8 Tagen in Yokohama den goldenen WM-Pokal in Empfang zu nehmen und diesen in den Nachthimmel zu stemmen. Mein Name ist Mr. Wildstyle. Ich heiße euch herzlich willkommen zu den ersten beiden Viertelfinalspielen bei dieser FIFA WM 2002 Rekonstruktion, die 17. Ausspielung des Turnieres in Japan und Südkorea. Wir starten in Shizuoka mit einem Top-Favoriten auf den Weltmeistertitel und so in gewisser Weise eine Art Geheimfavorit, die sich während des Turniers gemausert haben. Die Belgier treffen als Außenseiter auf den damals amtierenden Weltmeister Frankreich. Diese Partie wird in Shizuoka stattfinden, während wir am Abend ein Viertelfinal sehen, womit wir am Anfang des Turniers überhaupt nicht gerechnet haben. Die Republik Irland spielt gegen Polen um den Einzug ins Halbfinale. Für die Franzosen, wenn wir Frankreich 98 mit in Betracht ziehen, wäre es zum ersten Mal der Einzug ins Halbfinale seit 1986. Das gleiche gilt übrigens für die Belgier. Polen stand zuletzt 1982 in einem WM-Halbfinale und die Iren sind soweit noch gar nicht gekommen. Also, anschnallen, holt euch Popcorn, holt euch jetzt zu knabbern, was zu trinken. Das verspricht hier eine Gaudi zu werden. Die ersten beiden Viertelfinals. Wir fangen an in Shizuoka. Frankreich gegen Belgien. Spiel Nummer 57 auf Seiten der Franzosen steht Leboeuf wieder in der Startformation für Marcel Desailly. Er hat nämlich im Spiel gegen Schweden, genauso wie Patrick Vieira, die rote Karte gesehen. Candela ebenfalls vom Platz geflogen. Ansonsten soweit alles beim Alten bei den Franzosen. Bei den Belgiern fehlt niemand. Ausnahmsweise mal. Können sie aus den Vollen schöpfen. Frankreich von links nach rechts. Die Belgier ganz in Rot nach einem zögerhaften, vorsichtigen Spiel gegen Costa Rica, was sie mit 1:0 gewinnen konnten. Die Franzosen mussten durch die Verlängerung, allerdings auch nicht wirklich lange, denn in der 95. Minute schoss Emmanuel Petit das Golden Goal gegen Schweden. Jori über die Flügel. Im Zweikampf Ballverlust gegen Daniel von Beuthen. Kann den Ball nicht festmachen. Walter Baseggio sieht sich gezwungen nach dem Ballverlust von Van Beuthen an Silva Viltor die Grätsche auszupacken. Er sieht gelb und für ihn wäre es dann ein Aussetzen im Halbfinale, in einem möglichen Halbfinale. Erste gute Gelegenheit. Der Flieger war, glaube ich, da noch dran. Die ersten 10 Minuten gehören hier der Equipe Tricolore. Robert Pires
hat da die Lücke gefunden. Die Belgier haben Peters auf der Bank gelassen. Wesley Song für ihn. Sven Vermandt, der Schalker, wieder in die Startaufstellung gerutscht nach seiner roten Karte. Jetzt gibt's die gelbe Karte gegen Sylvain Viltor, der eben für den gesperrten Patrick Vieira auf dem Platz steht. Eine gute Freistoßposition für die Belgier. Marc Wilmots, der wird kurz gespielt. Das hat Pires gerochen gegen Wesley Song. Somit keine Gefahr aus dieser Chance ausgehend. Oh, das war Walter Baseggio, meine ich. Der muss aufpassen, denn er hat die gelbe Karte schon gesehen. Aber der direkte Freistoß, der daraus resultiert, der ist direkt im Kasten. Der Flieger sah da nicht gut aus. Zinedine Zidane, Frankreich in Front. Nochmal in der Wiederholung. Den zimmert der rechts an der Mauer vorbei. Der Flieger, er fliegt und macht sich ganz lang. Aber da reichen selbst, da fehlt noch ein bisschen, da reichen die 1,86 nicht. War er noch dran, allerdings nicht entscheidend genug, um diesen Ball noch zu entschärfen. Somit die Führung für Frankreich und die Equipe Tricolore auf Kurs in Richtung Halbfinale. Zumindest eine Mannschaft, die hier so ein wenig dem Top-Favorit gerecht wird. Der Flieger entschärft den Schuss von Zinedine Zidane. Es gibt Eckball für Frankreich. Alles gut. Nächste Ecke. Der Kopfball von Trezeguet. Der Flieger entschärft und der kam direkt in die Arme des Torwarts von Willem Twee. In der Eredivisie. Das gibt den nächsten Freistoß. Ähnliche Position wie vor dem 1:0. Diesmal geht er in die Mauer und zurück. Der Flandre hat diese Situation gerochen. Aber den hätte sie so auch selber ausspielen können. Darin Freistoß für die Tricolore. Also die Belgier haben ordentlich Probleme, den Ball da hinten rauszukriegen aus der eigenen Hälfte. Bisher noch keine zwanghafte Tormöglichkeit. Das spielen die Franzosen sehr gut runter, sehr gut aus. Über links. Ja, die haben Bock, die Franzosen. Die haben richtig Lust und Laune, hier ins Halbfinale einzuziehen, unter den besten vier der Welt zu zählen. Sie dann mit dem zweiten Ball, Trezeguet. Der Flieger kriegt hier alle Hände voll zu tun in den ersten 45 Minuten. Wesley Song, Bon Penzer, Siegtorschütze gegen Costa Rica. Das ist mal die erste Möglichkeit für Belgien. Holen sie zumindest einen Eckball raus. Getreten von Berliner, von Bart Gore. Da kommt der Kopfball, Barthez muss hin. Nun haben sich auch die Belgier mal angemeldet für eine Offensivaktion in diesem Spiel. Unglücklicher Zusammenhänge bei den Belgiern, da den Ball zu klären. Im Endeffekt kommen sie über Umwege an das Ziel. Ein bisschen Entlastung für die Defensive sorgen. Die 45. Minute ist rum. Wilmots, Benzer. Oder Pires ist da hinten überall. Der Mann vom FC Arsenal. Panzer. Über einen. Am zweiten vorbei. Die Flanke fängt Lilian Thuram ab.
Und somit gehen wir in die Halbzeit. Es ist ein munterer Kick, gerade von der französischen Seite ausgehend her. Die bestimmen hier das Tempo, den Spielfluss und führen auch mehr als verdient mit 1:0 nach einem direkten Freistoßtreffer von Zinedine Zidane. Die Belgier, die kriegen da hinten keine Luft in den ersten 45 Minuten. Die sind defensiv da hinten sehr eingeschnürt. Die Franzosen wachsam, optimistisch und energisch. Das ist das Wort, was du mit Optimismus zusammenmischen kannst. Der energische Optimismus. Sofort nach Ballverlust an den Ball zu gehen. Sofort die Belgier nicht nur in der Balleroberung, sondern auch im Spielaufbau zu stören. Das ist das probate Mittel, was Roger Lemaire hier an den Tag legt. Und es funktioniert mehr als gut. Noch 45 Minuten trennen die Franzosen vom WM-Halbfinale. Die Belgier um Trainer Robert Vassage müssen sich ein wenig was anderes überlegen. Zumindest mal ins Spiel kommen. Das ist die Hauptsache. Aber die ersten Chancen hatten sie zumindest schon mal gegen Ende der ersten Halbzeit gehabt. Rein in die zweiten 45 Minuten. Die Franzosen führen mit 1:0. Zinedine Zidane mit dem bisherigen Treffer und die Belgier unter Zugzwang. Unser Europameister der UEFA Euro 2000 Rekonstruktion, die wir ja in der Qualifikation angefangen hatten. Frankreich hatte sich nicht qualifiziert. Damals an Italien und Ungarn in ihrer Gruppe gescheitert, die wir individuell ausgelost hatten. Zudem aus derer Gruppe war nur Andorra schlecht platziert als die Equipe Tricolore. Sylvain Victor. Sank hilft da hinten mit in der Verteidigung aus, macht als extra Mann, macht da die Lücke zu, sodass Thierry Henry nicht bedient wird. Bompensa von Muscron, der 25 Jahre alte Stürmer, Bruder des Schalker Semil, holt hier die nächste Ecke raus für die Roten Teufel. Der Flandre ist mit vorne geblieben. Zidane, die Grätsche war wichtig. Mit der Balleroberung gegen Vitor und Thuram. Letzterer setzt sich durch. Nun kann er seinen Partner auf die Reise schicken. Wäre dann Volgare mit da gewesen. Penza. Kann er die Flanke bringen? Er lässt sich sehr weit rausdenken. Also die Flanke kommt an zu Wesley Song. Schuss kriegt er nicht hin. Passage. Wäre da jetzt eh der Lone Man gewesen, weil seine Stürmer sich fallen gelassen haben. Song, sein erstes WM-Spiel, Wesley Song, das ist eine blöde Grätsche von hinten von Vicente Lizarazu. Er sieht die gelbe Karte, aber schlimmer noch, es gibt Elfmeter für Belgien. Aus Sicht der Franzosen. Möglicherweise eine Dreifachbestrafung. Willi, Marc Wilmots gegen Fabien Barthez. In die Mitte, trocken. 1:1. Der Ausgleich unseres Europameisters Belgien. In die Ecke. Hatte sich Fabien Barthez fallen lassen. Marc Wilmots, der Schalker. Der einfach eiskalt und trocken in die Mitte. Somit alles wieder auf Anfang hier zwischen diesen beiden Teams. Wesley Song. Ja, er möchte sich zeigen.
22 Jahre alt, macht sein 13. Länderspiel vom KRC Genk. Aus der heimischen Liga. Panzer im Strafraum, Lilian Thuram. Das war vor dem 16er. Thuram sieht gelb. Und das ist eine extrem gute Freistoßposition. Das ist die dritte gelbe Karte für Lilian Thuram. Und der Freistoß kurz ausgeführt. Benzer! Uiuiuiui. Das war gefährlich. Gut, dass da die Mauer da noch in einiger Art und Weise stehen geblieben ist, um den Nachschuss zu blocken. Barthez war schon geschlagen in der Situation. Etwas mehr als 12 Minuten sind es noch. Nachspielzeit gibt es auch noch oben drauf. Alles in allem eigentlich eine ganz faire Partie hier in Shizuoka bzw. in Yokohama. Belgier haben sich reingefuchst. Und nun spielen sie in Überzahl. Lilian Thuram sieht die gelb-rote Karte. Das Foul war unnötig vom Franzosen. Und geben die Belgier jetzt hier nochmal einen entscheidenden Vorteil möglicherweise mit, ein Mann mehr auf dem Feld zu sein. Die französische Offensive in der zweiten Halbzeit. Ladehemmung. Panzer. Er ist durch. Bon Panzer! Belgien liegt vorn. Bon Panzer. Sie drehen das Spiel hier. Und nun ist die Ekipe Golo gefragt. Panzer mit dem 2:1. Und auf einmal Fragezeichen bei den Fans, vor allem bei Roger Lemaire. Muss er da wohl seiner Mannschaft einen Vorwurf machen, aber noch ist das Spiel nicht vorbei. Thierry Henry. Freistoß nochmal für Frankreich. Van Beuten sieht gelb, hat keinerlei Auswirkungen, da er schon vom Platz geflogen ist einmal. Wäre so de facto seine erste gelbe. Zidane, der geht direkt in die Arme von Gert de Vlieger. Pires. Ball kommt mit Glück nochmal an, Vitor. Ball weit raus und das Spiel ist aus. Belgien steht zum ersten Mal seit 1986 wieder in einem WM-Halbfinale. Schlagen die Franzosen nach Rückstand mit 2:1. Und da müssen allen voran die Spieler und Roger Lemaire sich einen Vorwurf anhören lassen, warum sie denn in der zweiten Hälfte die Belgier haben Fußball spielen lassen. Zudem kommt dann noch der Platzverweis hinzu von Lilian Thuram, der durchaus auch nochmal entscheidende Wirkung gehabt hat. Die Franzosen wirkten so ein wenig ratlos. Auch schon nach dem Elfmeter haben sie nicht wirklich mehr ins Spiel gefunden. Die Belgier haben sich aufgerappelt und stehen nun im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Die Belgier haben die Möglichkeit, in 5 Tagen
ins WM-Finale einzuziehen. Die Belgier, unser amtierender Europameister, die den Titel als Co-Gastgeber gewonnen haben, hier jetzt nun möglicherweise den nächsten Schritt machen zu können. In Japan und Südkorea. Wir machen eine kurze Pause aus Shizuoka, gehen wir dann rüber nach Ulsan zum zweiten Viertelfinale zwischen Irland und Polen. Play the only official game of the 2002 FIFA World Cup. All the teams, players and stadia. Win for Ireland. EA Sports. It's in the game. Zwei Mannschaften, womit wir doch weniger gerechnet haben, dass diese beiden im Viertelfinale sich wiederfinden oder gar aufeinandertreten. Die Republik Irland. Zum zweiten Mal nach 1990 wieder in einem WM-Viertelfinale. Für die Polen ist es das erste WM-Viertelfinale per se, wo sie 1974 und 1982 unter den besten vier gelandet sind, war die Ausspielungen in Finalrunden. Da gab es so keine Viertelfinals. 1974 gab es zudem auch kein Halbfinale. Das de facto Halbfinale bei der Wasserschlacht von Frankfurt gegen Deutschland. 1982 im Halbfinale an Italien gescheitert. Die Polen mit der ersten Chance hier nach gut 5 Minuten. Die erste Ecke gehört ihnen ebenfalls. Getreten von Ivan, der kurz reinkommt. Trotz alledem, Olisadebe, müssen wir noch hingehen. Sah ganz stark nach Abseits aus. Shai Given ist aber rechtzeitig da. Natürlich auch für unsere Rekonstruktionen die Frage, wird die Republik Irland das neue Schottland? Frankreich 98. Die Schotten nach einer klaren Auftaktniederlage gegen Brasilien im Eröffnungsspiel trotzdem bis ins Finale vorgedrungen. Unter anderem Kamerun ausgeschalten. Paraguay haben sie geschlagen und Mexiko auf dem Weg ins Endspiel. Ähnlich der Weg der Iren, wobei haben sie in der Gruppe Deutschland hinter sich gelassen. Im Achtelfinale konnte man Spanien eliminieren und jetzt spielt man hier gegen die Polen um den Einzug ins WM-Halbfinale, wo möglicherweise ein Wiedersehen warten könnte mit der DFB-Elf. Natürlich bedingt durch das Resultat, was morgen dann ermittelt wird. Morgen die Viertelfinals, England gegen Russland. Und das Spiel, wo ich mich auch am meisten drauf freue und so ein bisschen zwiegespalten bin, Deutschland gegen Italien. Kalushny. Und von Energie Cottbus mit dem Ballverlust. Und weiter über McAteer. Dann geht es über Niall Quinn. Niall kommt. Thomas Schwaldoch ist zur Stelle. Die Polen haben lediglich nur einen Ausfall zu beklagen, nämlich Adamczuk, der gegen Mexiko vom Platz geflogen ist. Adamczuk eher ein Reservespieler, der für einen anderen rotgesperrten polnischen Spieler eingesprungen ist für diese Partie mittlerweile. Das ist so die beste Elf, die Polen um Jerzy Engel
hier aufstellen können. Bei den Iren ist es genau das Gleiche. Robbie Keane gegen Zevlakov mit dem Ballverlust. Halbe Stunde so jetzt rum. Die Polen und die Iren so ein bisschen im Abtastmodus immer noch. Der gegenseitige Respekt ist vorhanden. Chancen bisher auf Seiten Polens, auch die besten Chancen. Natürlich die Osteuropäer aus der Anfangsphase. Das hat sich so ganz über die Zeit, über die letzten 15, 20 Minuten relativiert. Auf der linken Mittelfeldposition im Zentrum Robbie Keane mit der Nummer 10 am Ball. Jalovic, die Finnen, wir sind ungestüm, geht er da in den Zweikampf, sieht gelb und bringt den Polen eine ordentliche Freistoßposition mit sich mit. Die Finnen, für ihn ist es die erste gelbe Karte in diesem Turnier. Manuel Olisadebe. Möglicherweise springt den Ball auf Jacek Czerno weg. Da zittert das Gestänge. Riesenchance für die Polen hier, noch kurz vor der Halbzeitpause in Führung zu gehen. Jacek Czerno weg. Hatte dieser auf dem Fuß. Der Mann vom 1. FC Nürnberg. Der zweite Ball aus der Distanz. Also. Kein Vorteil, der sich hier aus den ersten 45 Minuten für beide Mannschaften entwickelt. Die Polen haben die Chancen, unter anderem ja gerade eben der Schuss von Jacek Czernowik ans Gestänge. Die Iren bisher noch nicht einmal vor das Tor von Jerzy Dudek gekommen. Darauf kann man aufbauen, mehr oder weniger. Beide Mannschaften auf Augenhöhe. Laut den Aktionszonen passiert wenig in den offensiven Dritteln jeweiliger Mannschaften. Es ist viel im Mittelfeld, viele Ballverluste, viele Zweikämpfe. Allerdings ein sehr, sehr faires Spiel bisher, was wir hier sehen in Seoul. Wir sind nicht in Busan, wir spielen in Seoul, wo auch das erste Halbfinale stattfinden wird. Also die Siegermannschaft aus diesem Viertelfinale kann direkt hier in der Hauptstadt Südkoreas bleiben. Gehen wir rein in die zweiten 45 Minuten. Mal schauen, was uns da noch so erwartet. Wir haben ja schon einiges gesehen am heutigen Tag. Frankreich dominiert das Spiel in den ersten 45 Minuten. Dann legen sie sich schlafen und am Ende drehen die Belgier das Spiel. Aus einem 0:1 und 2:1 stehen im Halbfinale. Wer folgt den Belgiern denn ins Halbfinale der WM 2002? In 45 Minuten... Oder in maximal 75 Minuten Spielzeit wissen wir mehr. Die Möglichkeit einer Verlängerung und eines Elfmeterschießens besteht ja immer noch. Dreimal sind wir bisher bei diesem Turnier in eine Verlängerung gegangen. Alle drei Spiele sind auch in der Verlängerung via Golden Goal entschieden worden. Diese beiden Mannschaften haben über die reguläre Spielzeit ihre Achtelfinals für sich entscheiden können. McAteer sieht gelb. Nach einem übermotivierten Einsteigen. Es gibt Freistoß.
zu Dipo Krujalovic. Der ist kein Problem für Shai Given. Spielt in der Premier League bei Newcastle. Das ist eine gelbe Karte. Thomas Schwaldoch. Für ihn hat diese gelbe Karte keine Folgen. Er ja ebenfalls eine Rotsperre bisher abgesessen. Führer gegen die USA mit Gelb-Rot vom Platz. Und das ist quasi ein Reset. Zum ersten Mal in Aktion Jerzy Dudek, Stammkeeper des FC Liverpool. Und die Iren mit dem ersten Schuss und den zweiten direkt hinterher. Niall Quinn. Kosminski mit der Balleroberung gegen die Finnen. Dann packt die Kelle aus, die Grätsche aus. Sieht dafür die gelbe Karte. Für ihn kommt diese gelbe Karte teuer zu stehen. Er hat im ersten Spiel gegen Kamerun schon gelb-rot gesehen. Gegen Saudi-Arabien hatte eine weitere gelbe. Das ist jetzt seine insgesamt, wenn man so sieht, vierte gelbe Karte. Und somit darf er wieder pausieren in einem möglichen WM-Halbfinale. Da geht dem Keane die Kraft aus. Und somit ist es einfach zu verteidigen für Michal Sevlakov. Haaland über links gegen Kalushny, gegen den Korpusa. In zweiter Instanz gewinnt der Ire das Duell. Quinn. Fair vom Ball getrennt. 20 Minuten sind es noch. Es hat hier nicht wirklich den Anschein, dass beide Mannschaften auf dieses eine Tor gehen wollen. Mal über den Standard. Thomas Scheito, der Schalker. Auch er holt sich eine gelbe Karte ab. Für ihn bleibt diese ohne Folgen. Ja, vielleicht ein bisschen zu weit, um es direkt zu probieren. Robbie Keane. Das meiste Viertelstunde mit Nachspielzeit haben wir noch. Dudek. Gefährlich, wenn da der Verteidiger mit auf der Linie steht. Dass da ein Missverständnis zwischen ihnen und dem Torwart gibt. Sehr locker, der geht weit. Aber im Endeffekt kein Problem für Scheigerin im Tor. 10 Minuten noch in diesem WM-Viertelfinale. Beide Mannschaften nicht von Offensivkraft, gerade in den zweiten 45 Minuten. Trotzdem, die gefährlichste Chance hatten die Polen in diesem Spiel. Jacek Czunewek aus kurzer Distanz schoss er die Pille ans Gestänge. Okay. Okay, bleib am
Ball, der kommt durch! Der kommt durch zu Niall Quinn und Irland führt mit 1-0. Den hatte der Verteidiger doch schon gehabt. Dudek ist auch dran an dem Ball. Irland liegt vorne. Und jetzt muss Poland all or nothing gehen. Kilburn. Keane. Das gibt einen Freistoß. Und der Platzverweis gegen Waldoch. Just in dem Moment fallen die Polen auseinander. Es gibt Freistoß für Irland. Und das gibt Zeit. Das gibt Zeit. Kilburn, Keane, raus auf die Flügel. Und Olisadebe ist jetzt da mit hinten drin, holt sich ebenfalls eine gelbe Karte ab. Und wieder ein Freistoß für die Iren. Das ist alles Gold wert für die Mannschaft von Mick McCarthy. Man ist bei der WM 1990 im Viertelfinale an Italien gescheitert. Und jetzt, 12 Jahre später, und nur ein Schlusspfiff weg. Und die Republik Irland steht im Halbfinale bei der WM 2002. Gratulation an die Republik Irland. Man hat sich reingefuchst in die zweiten 45 Minuten. Mick McCarthy, der hat die richtigen Knöpfe gedrückt. Und es war nur eine Situation, ein Fehler. Der Innenverteidiger dort, lass es Heito gewesen sein. Das habe ich auf der Stelle jetzt so gar nicht gesehen, der den Ball unterflog. Niall Quinn nimmt diesen an am Elfmeterpunkt, zieht ab. Jerzy Dudek ist zwar noch dran, allerdings kann er den Ball nicht entscheidend entschärfen. Somit steht Irland im Halbfinale. Und der Gegner, der wird morgen in Gwangju ermittelt. Es ist direkt das erste Spiel, das bis jetzt Topspiel bei dieser Weltmeisterschaft. Ein vorgezogenes Endspiel, kannst du quasi sagen. Ein Klassiker. Deutschland trifft auf Italien. Der Sieger aus der Partie wird auf die Republik Irland im Halbfinale treffen. Und am Abend in Osaka haben wir die Three Lions gegen Russland, wo der Halbfinalgegner Belgiens ermittelt wird. Mein Name ist Mr. Wildstar. Ich sage tschüss, see you around like a donut. Bis morgen zur FIFA WM 2002 und den letzten beiden Viertelfinalspielen dieses Turniers.